Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Das ist die Fortsetzung über die Chirnhaus-Transformation der kubischen Gleichung. Hier auf der Nebentafel die Ergebnisse des letzten Videos. Wir haben da die erste Chirnhaus-Gleichung gelöst, haben als konkrete Lösung für den Parameter a den Wert 2 Drittel bekommen und können jetzt diesen Wert einsetzen in die transformierten Wurzeln Lambda, μ und Nü. Also statt a haben wir 2 Drittel. Und da ist jetzt nur noch der letzte Parameter b, den wir bestimmen wollen. Und den bekommen wir, indem wir diese Gleichung, die zweite Chirnhaus-Gleichung, die hier steht, lösen. Zur Abkürzung nur noch eine Konvention. Hier haben wir einmal drei elementarsymmetrische Funktionen aufgemalt. Und ich möchte es abkürzen, indem ich hier diese eckigen Klammern einführe. Man setzt in diese eckigen Klammer einfach einen Vertreter eines Terms in diesen Summen. Also zum Beispiel für diese elementarsymmetrische, nein, das ist keine elementarsymmetrische Funktion mehr, sondern diese symmetrische Funktion der Wurzeln, Alpha Quadrat, Beta etc., schreiben wir einfach einen Vertreter in diese eckigen Klammern und meinen damit die symmetrische Summe. Gut, fangen wir also an, indem wir diese zweite Gleichung einmal explizit hinschreiben. Also Lambda mal μ. Lambda mal μ, das ist also 2 Drittel plus 2b Alpha minus Alpha Quadrat und dann haben wir 2 Drittel plus 2b Beta minus Beta Quadrat. So, welche Terme erhalten wir da? Wir haben einmal einen wurzelfreien Term, das ist also 2 Drittel mal 2 Drittel, also 4 Neuntel. Dann haben wir Terme, die Wurzeln enthalten, also 2b Alpha mit 2 Drittel. Beziehungsweise 2b Beta mit 2 Drittel, also plus 2 Drittel mal 2b sind 4 Drittel b und da haben wir Alpha plus Beta dann. Dann haben wir Terme, wo diese Wurzeln direkt miteinander multipliziert werden. Hier haben wir also 4 Beta Quadrat Alpha Beta. Dann haben wir einen Term, der schon der dritten Ordnung ist in den Wurzeln, also zum Beispiel 2b Alpha mal minus Beta Quadrat, also minus 2b und da haben wir Alpha Beta Quadrat und dann natürlich auch das Alpha Quadrat Beta. Dann schließlich haben wir noch die Multiplikationen der Quadrate mit dem 2 Drittel Faktor, dann haben wir minus 2 Drittel und dann haben wir Alpha Quadrat plus Beta Quadrat und als letzten Term haben wir natürlich die Multiplikation von Alpha Quadrat mit Beta Quadrat. Es gibt ein Plus Alpha Quadrat Beta Quadrat. So, das müssten jetzt also 9 Terme sein. Das schauen wir mal nach. Dann ein Term, drei Terme, dann haben wir 5 Terme, 6 Terme, 8 Terme, 9 Terme. Stimmt. Wunderbar. So, nachdem wir also Lambda μ haben, haben wir das Lambda nü noch zu berechnen. Da haben wir ein 4 Neuntel natürlich auch plus 4 Drittel b, da haben wir Alpha plus Gamma jetzt, plus 4 Beta Quadrat Alpha Gamma minus Gamma Quadrat und zum Schluss haben wir Alpha Quadrat Gamma Quadrat. Ja, dann natürlich nur noch das μ nü, wieder 4 Neuntel plus 4 Drittel b minus 2 Drittel Beta Quadrat plus Gamma Quadrat. Plus und dann haben wir nur noch Beta Quadrat, Gamma Quadrat. Und das müssen wir jetzt addieren, also eine Summe bilden. Dann haben wir also dreimal dieses 4 Neuntel, das ist also 4 Drittel. Dann haben wir, sehen wir hier, wenn wir das aufaddieren, kommen die Wurzeln jeweils zweimal vor. Es wandert also ein Zweier raus, dann haben wir also 8 Drittel b. Und hier haben wir jetzt diese symmetrische Summe, also schreiben wir das schon in eckigen Klammern. Da haben wir jetzt plus 4b Quadrat und da ist die symmetrische Funktion eckige Klammer Alpha Beta. Dann haben wir minus, das ist jetzt, wenn wir das zusammenzählen, genau die symmetrische Funktion, die wir aus Alpha und Beta Quadrat etc. bilden können. Also haben wir hier tatsächlich den Faktor 2b und ein Alpha Beta Quadrat in eckiger Klammer. Und hier haben wir quadratische Summen. Jede Wurzel kommt zweimal vor. Das ist also minus
4 Drittel und hier haben wir Alpha Quadrat in einer eckigen Klammer. Und zum Schluss haben wir noch ohne Faktor einfach Alpha Quadrat Beta Quadrat in eckiger Klammer. So, wir wissen jetzt, dass die symmetrische Summe der Wurzeln 0 ist. Da wissen wir, die Summe der Produkte der Wurzeln ergibt minus 1. Und jetzt haben wir da noch die zweite newtonsche Summe, also S2. Da wissen wir, da bekommen wir den Wert 2 heraus. Was uns also noch fehlt, sind diese beiden symmetrischen Funktionen. Also betrachten wir das einmal. Da haben wir also Alpha Beta Quadrat. Wie können wir das herstellen? Das ist also zunächst einmal Alpha plus Beta plus Gamma mal Alpha Quadrat plus Beta Quadrat plus Gamma Quadrat. Das ergebe ja mal sicher einen solchen Term. Aber es ergibt auch natürlich Alpha mal Alpha Quadrat, also die kubischen Terme, die müssen wir jetzt wegzählen. Also minus Alpha hoch 3 plus Beta hoch 3 plus Gamma hoch 3. Das wissen wir, ergibt 0. Das bedeutet also, dass Alpha Beta Quadrat symmetrisch ist gleich minus Alpha hoch 3 symmetrisch. Also wir brauchen nur Alpha hoch 3 bestimmen und haben dann diesen Ausdruck. Das ist aber leicht. Wir wissen ja, Alpha hoch 3 minus Alpha plus Omega ist 0. Und daraus ergibt sich, dass minus Alpha hoch 3 nichts anderes als das minus Alpha plus Omega. Wenn wir also jetzt die symmetrische Summe bilden, also minus Alpha hoch 3, dann ist es minus Alpha und da haben wir 3 mal Omega. Das aber, wissen wir, ist 0, also bleibt nur 3 Omega übrig. Wir haben also das Ergebnis, dass Alpha Beta Quadrat symmetrisch gleich 3 Omega ist. Also haben wir Alpha Beta Quadrat steht hier, das ist also 3 Omega. Jetzt haben wir nur noch Alpha Quadrat Beta Quadrat. Wie erlangen wir da die Weisheit? Wir verwenden einfach Alpha Beta zum Quadrat. Also schreiben wir es noch einmal auf. Also Alpha Beta plus Alpha Gamma plus Beta Gamma zum Quadrat soll das heißen. Wir bekommen dann tatsächlich diese Alpha Beta Quadrat jeweils eckig, aber natürlich auch die Mischterme. Und zwar plus, wir müssen das jetzt so anschreiben, also plus 2 mal. Und da haben wir jetzt, nehmen wir also die ersten beiden, Alpha Quadrat Beta Gamma. Und natürlich alle anderen Kombinationen, also können wir das auch in eckige Klammern setzen. Was ist aber das? Da haben wir immer einen Term Alpha Beta Gamma herauszuheben. Also wir haben hier, schreiben wir es noch einmal an, also Alpha Quadrat Beta Gamma plus Alpha Beta Quadrat Gamma plus Alpha Beta Gamma Quadrat ist natürlich Alpha Beta Gamma mal Alpha plus Beta plus Gamma und damit ist das 0. Denn diese Summe ist 0. So, das bedeutet also, dass dieses Alpha, wo haben wir es hier, also dieses Alpha Beta Quadrat, Alpha Quadrat Beta Quadrat, das gleiche ergibt wie Alpha Beta zum Quadrat und das ist also minus 1 zum Quadrat. Also haben wir hier 1. So, damit wären wir mal mit dieser Umschreibearbeit fertig und fassen das jetzt auf der nächsten Tafel zusammen. Ja, hier ist auch der Übertrag von der letzten Tafel. Wir fassen einfach einmal zusammen. Wir haben da führender Term ist minus 4b Quadrat. Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir minus 6 Omega b. Das ist dieser Term und jetzt kommen nur noch die Zahlenwerte plus, schreiben wir sie mal hin, 4 Drittel, ja, das ist das hier. Dann haben wir minus 8 Drittel, das wäre das. Und dann haben wir plus 1 und das Ganze soll 0 ergeben. Hier haben wir also minus 4 Drittel plus 3 Drittel ist minus 1 Drittel. Minus 1 Drittel, da haben wir minus 6 Omega B und hier haben wir minus 4 B Quadrat gleich 0. Also eine quadratische Gleichung in B, die behübschen wir jetzt. Dividieren also durch minus 4, haben dann b Quadrat plus
3 halbe Omega B und hier haben wir plus 1 Zwölftel gleich 0. Lösung ist trivial, wir haben also minus 3 Viertel Omega, zwei Möglichkeiten, die Wurzeln mit Vorzeichen auszustatten, haben dann 9 Omega Quadrat 16 und minus 1 Zwölftel unter der Wurzel, unter der Quadratwurzel. Das behübschen wir noch ein bisschen. Da haben wir, wenn wir das auf den gleichen Nenner bringen, das ist 48. Also müssen wir das mit 3 multiplizieren, haben dann 27 Omega Quadrat und das multiplizieren wir mit 4. Dann schaut das so aus. Das können wir dann weiter vereinfachen, indem wir hier 16, das ist 16 mal 3, also die Wurzel aus 3 mal 4 schreiben vor die Wurzel. Dann haben wir innen nur noch, ja, schreiben wir es noch einmal hin, 27 Omega Quadrat minus 4. Ja, und da sehen wir, das ist schon sehr verdächtig, das kennen wir ja schon aus den Lösungen für die kubische Gleichung. Da heben wir jetzt einmal frech das 27 heraus, haben also die Wurzel aus 27, das ist 3 mal die Wurzel aus 3. Hier sitzt auch eine Wurzel aus 3 listig unterm Bruchstrich, da haben wir den Vierer. Und dann steht unser bekanntes Omega Quadrat minus 4 27stel schon da, nicht? Dann jausen sich diese Wurzeln auf und wir haben dann für B die Lösung gefunden. Das ist minus 3 Viertel Omega plus minus. Und da haben wir auch 3 Viertel, Gott sei Dank, vor der Wurzel. Und da in dieser Wurzel steht also unser wohlbekanntes Omega Quadrat minus 4 27stel. Das kennen wir schon. Also, ja, wenn wir jetzt pragmatisch sind, dann haben wir ja alles beieinander, sowohl das A und das B bestimmt und haben im Wesentlichen die Gleichung reduziert. Wir haben also das Tau gefunden. Das ist also die dritte Wurzel aus Lambda mu nü. Und da wir ja A und B bestimmt haben, haben wir das Tau und können damit auch das Z berechnen. Das wäre also der pragmatische Zugang, indem wir also sagen, die Lösungen für die Parameter sind gegeben und damit auch die Transformation bestimmt. Ich werde das jetzt so stehen lassen für diesen Teil, damit die Sache nicht allzu lang wird. Wir sind natürlich nicht zufrieden, wir möchten natürlich auch das Lambda mu nü etwas schöner darstellen und verwenden dann die expliziten Ausdrücke, in dem Fall also nur dieses B, da wir das A ja schon eingesetzt haben, und vereinfachen diesen Ausdruck. Was ist nämlich das Charmante dran? Nun ja, wenn wir das zurücktransformieren, werden wir drauf kommen, dass wir hier ja eine andere Struktur der Lösung haben, wie in den Fällen, die wir vorher betrachtet haben. Da war ja draußen eine kubische Gleichung. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Rho ja eine Quadratwurzel außen hatte. Also wir hatten ursprünglich ja eine kubische Wurzel und dann ist diese Quadratwurzel drin gestanden. Das waren also unsere Lösungen, die wir vorher gepflegt haben, also die kardanischen Lösungen im Wesentlichen. Im Chirnhaus-Fall haben wir es umgekehrt. Da sitzt draußen eine Quadratwurzel und im Inneren haben wir dann diese Kubikwurzel mit dem Tau und in der Kubikwurzel ist dann wieder diese Quadratwurzel, nämlich die da hier, nicht? Und das ist ja irgendwie der Witz an der Sache, das ist eine andere Darstellung und um die zu liefern, ist es nicht schlecht, wenn wir uns einmal die Mühe machen, das tatsächlich explizit hinzuschreiben. Gut, das ist also die Vorausschau für den dritten Teil, wo also die explizite Lösungsformel gebracht wird. Für heute will ich es einmal gut sein lassen, das reicht einmal. Und ja, falls das interessant war, gefallen hat, bitte liken, dem Kanal bitte treu bleiben und wer neu ist, der möge diese Serie vielleicht auch abonnieren. Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.